sind wir wieder zusammen und freuen uns auf die Partie. Frank Buschmann und Mani Breukmann, ihre beiden Kommentatoren. Und alle gucken sie heute auf den Hamburger SV. Favoritenstellung vor einem Spiel. Dafür kannst du dir nichts kaufen. Ja, und das macht ja den Reiz gerade dieses Spiels hier heute aus. Im Fußball ist alles möglich. Petric. Ja, da kommt was auf uns zu. Und jetzt haben sie... Und da kommt der Gegner an den Ball und bringt diesen Angriff erstmal zum Erliegen. Und schon wieder eine Grätsche. Er attackiert, er will den Ball. Das macht er sicher und souverän. Ja, das geht ja gleich gut los hier. Es gibt Freistoß. Eine gewagte Nummer aus dieser Entfernung. Und jetzt ist er wirklich enttäuscht, wie weit dieser Ball über das Tor fliegt. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Da könnte was draus werden. Oh, knapp vorbei. Sie Roberto. Der kann alles am Ball. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Den hat er nicht voll getroffen. Und das Ergebnis sieht ziemlich mau aus. Und nun David Jarolin. Elia. Abdesatki. Und der muss drin sein! Jetzt hat er es mal alleine probiert, aber gescheitert. Da macht er das Ding rein. Und wo steht er da? Genau richtig. Unglaublich. Also das ist wirklich dieser Instinkt, am richtigen Ort zu sein. Kleine Rangelei um den Ball. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Er geht nochmal hinterher und jetzt holt er sich die Kugel. Da musste er aber auch den Ball ins Ausspielen. Fans, sie erwarten einen Flankenball. Der Schiedsrichterassistent entscheidet auf Abseits. Ob das die richtige Entscheidung war? So, jetzt überlegen Sie doch mal. Möchten Sie in so einer Situation der Entscheider, der Schiedsrichter sein? Der Assistent, der macht alles richtig. Er hebt die Fahne. Gutes Auge. Schuster. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Und der muss jetzt rein! Er könnte heute ganz groß rauskommen, aber hier verfehlt er. Ja, kann ja nicht immer funktionieren, kann ja nicht immer klappen, aber ich glaube, der hat noch was im Köcher. Cissé. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er... Ah, die Latte! Und da ist noch alles drin! Ja, das sieht der Torwart schon im Ansatz, dass der deutlich über seinen Kasten geht. Schuster. Banovic. Und da grätscht der Gegner hinein. Das muss es sein. Er wollte das ganz alleine machen. Das sah auch gar nicht schlecht aus. Aber jetzt ist es vorbei. Ja, er hat auf Freistoß entschieden. Schön blockiert vom Abwehrspieler. Und da hat er sich freigelaufen. Den kriegt doch keiner, so schnell wie der ist. Das muss es sein! Und der Ball ist drin! Das war eine Mannschaftsarbeit. Da hat fast jeder sich beteiligt. Ein schönes Tor. Ja, selbstlos und wunderbar, du hast es angesprochen, Manni. Die Kugel laufen lassen und fast zwangsläufig fällt der Treffer. Wähler jetzt den Zweikampf.
super abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Jetzt eine gute Flanke. Herrliche Flanke. Diese Flanke findet keinen Abnehmer. Oh, er wollte das zweite Tor, aber da steht er, der Torwart. Und er macht ein richtig gutes Spiel. Er greift ihn hartnäckig an. Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Erst macht er das Tor und dann muss er runter. Ja, zu Recht, aber das ist natürlich ganz bitter fürs Team. Abdesatki. Da wird der Trainer zufrieden sein nach dieser Abwehraktion. Er hat den Ball sofort. Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Wird der Trainer jetzt reagieren? Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen. Denn da hat er schon zwei Tore gemacht. Schauen Sie sich diesen Lauf noch einmal an. Über das halbe Feld und dann am Ende auch noch die Kraft gehabt, um das Ding zu machen. Und da attackiert er ihn. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Und jetzt ist die Halbzeitpause angebrochen. Gute Gelegenheit für die Spieler in der Kabine, die guten Vorsätze für dieses Spiel nochmal zu diskutieren. Ja, das ist das alte Spiel vom Kleinen gegen den Großen und jeder blieb in seiner Rolle, Buschi. Ja, und man hat ja immer so ein bisschen die Hoffnung, Manni, dass der Kleine da doch mal das Beinchen rausstellt. Hat nicht funktioniert. Er grätscht hinein. Da bearbeitet er den Gegner. Jetzt greift er den Gegner an. Man weiß es ja nie so genau, aber er scheint verletzt zu sein. Elia. Flanke fliegt in den... Achtung! Den haben andere schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball. Da geht er in den Gegner rein. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Keine Karte, aber Gesprächsbedarf des Schiedsrichters. Ja, und das macht er gut, der Referee. Also sagt ganz deutlich, beim nächsten Mal bist du reif und da sollte er sich dran halten. Da ist er wieder. Tja, so kann's gehen. Natürlich wollte er das ganz anders machen. Natürlich. Aber so wird sein Eigentor. Dem Eigentorschützen musst du an der Stelle immer sagen, Beckenbauer hat auch eins gemacht. Ja, und schau ihm ins Gesicht, der weiß natürlich genau, dass es ziemlich dumm gelaufen ist. Das war eins von den Eigentoren, die ganz besonders überflüssig waren. Abdesatki, Petric. Ein Mittelfeldspieler par excellence, der reißt sie alle mit. Das ist entscheidend. Er macht die Mitspieler besser. Wunderbar. Herrlich gemacht. Jetzt schießt er. Und die Zuschauer, die haben den Ball schon drin gesehen. Aber dann ging er doch knapp drüber. Ja, schauen wir mal. Da wird ausgewechselt. Ob jetzt alles anders wird, der Trainer bringt zwei frische Kräfte. Matthijs. Zé Roberto. Trochowski mit dem Ball. Aogo. Erstmal nur Abwehr. Lasse Reaktion. Ja, und jetzt spielen sie sich hier in einen Rausch. Das nennt man wohl Maßarbeit. Genau.
Und da attackiert er ihn. Jetzt werdet mal nicht überheblich, Jungs. Das kann sonst noch ins Auge gehen. Ganz. Oh, da ist noch alles drin. Und noch ein weiterer Treffer. Tja, Buschi, das war ein schönes Tor, aber irgendwie kam es doch ziemlich überraschend. Ja, weil der Torhüter bisher ja überragende Leistungen hier gezeigt hat. Vielleicht war er da ganz kurz unkonzentriert, keine Ahnung. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihn das in irgendeiner Form aus dem Tritt bringt. Und diese Führung hier ist mehr als deutlich. Er ist selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle. Und deshalb für den Gegner einfach nur ab ins Leere. Tolle Flanke. Jetzt zieht er ab. Super knapp daneben. Jo, ich habe ihn drin gesehen. Jetzt wird gewechselt. Sí, Roberto. Was spielt der heute wieder für einen super Fußballer vor? Sofort abgezogen und... Das muss Freistoß geben. Und das wird gefährlich für das gegnerische Tor. Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Es steht auch schon einer parat. Jetzt mal eine neue Freistoßvariante. Ja, ganz gutes Ding eigentlich. Hat hier noch nicht so viel eingebracht, Manni. Aber von der Idee her war das in Ordnung. Und weiter heißt es aufgepasst. Er greift ihn hartnäckig an. Jetzt muss der Trainer sie daran erinnern, dass sie nicht nachlassen dürfen. Was für ein furchtbarer Schuss. Aogo. Und der Ball geht es aus. Es wird Abstoß geben. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Aogo. Attacke auf den Gegner. Er taumelt wie ein Boxer, aber er steht. Jan Rosenthal. Jetzt ist er vor. Den Ball, den kannst du... Oh ja, da kann der Gegner tief durchatmen. Diese wunderschön anzuschauende Einzelaktion, sie ist gescheitert. Guerrero. Aogo. Gut abgeblockt, die Flanke. Und da geht er rein. Ganz knapp daneben. Und Heiko Westermann. Aogo. Das zweite Tor auf dem Fuß und dann versemmelt. Ja, aber du siehst, Manni, den einen hat er schon gemacht. Und dieses Signal ist eindeutig. Es ist der Schlusspfiff. Wir wollen ja immer, dass sie schön spielen und gewinnen. Und das haben wir heute gesehen. Ja, und was wir hier an Chancen gesehen haben. Also so ist Fußball ganz, ganz großes Kino.